Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Feder deines Lego-Motors die Antriebswelle öfter zurückdreht, als du sie aufgezogen hast? Prüfen wir erstmal, ob das stimmt. Dazu stecke ich einen Zeiger auf die Welle und zähle die Umdrehungen beim Aufziehen. 8. Und entgegengesetzt beim Antreiben. Wie kann das sein? Schauen wir nach. Ich öffne die vier Schrauben des Gehäuses. Darunter kommt eine Räderkette zum Vorschein. Vier Zahnräder, die jeweils in das Zahnrad davor und danach eingreifen. Ich nummeriere die Räderkette, beginnend mit dem Federantrieb, bis zur Antriebswelle durch. Beim Aufziehen des Motors überträgt die Räderkette das Drehmoment von der Antriebswelle zur Spiralfeder, die unter dem großen Zahnrad liegt. Dreht man die Antriebswelle dagegen andersherum, rückt das kleine Zahnrad aus. Und hier das Ausrücken nochmal in Zeitlupe und in Vergrößerung. Das ist der sogenannte Freilauf des Getriebes und der sorgt dafür, dass dein Lego-Fahrzeug ausrollen kann. Um die Übersetzung der Räderkette zu berechnen, zeichne ich das Getriebeschema des Motors. Dazu drehe ich den Motor und zeichne das Getriebe von der Seite. Das sind die Zahnräder, die ineinander greifen. Dort, wo die Wellen der Zahnräder gelagert sind, zeichne ich zwei kurze Striche. Das Symbol sagt uns, dass die Welle dort radial gehalten wird. Und das ist die Langlochführung des kleinen, ausrückenden Freilaufzahnrads. Die Wellen nummeriere ich vom Federantrieb bis zur Abtriebswelle mit 1 bis 4 durch. Jetzt berechne ich die Übersetzung von Welle 1 zu Welle 4. Damit wir bei den Übersetzungen mit den Wellen nicht durcheinander geraten, bekommt die Übersetzung I noch die Ziffern 1 und 4 in den Index. Die Gesamtübersetzung I 1, 4 von Welle 1 zu Welle 4 ergibt sich aus dem Produkt der Einzelübersetzungen. Du musst also I12 mit I23 und I34 multiplizieren. Eine Übersetzung beschreibt ja das Verhältnis der Geschwindigkeiten am An- und Abtrieb. Die Übersetzung von Welle 1 auf Welle 2 setzt also die Drehzahl der Welle 1 in Bezug zur Drehzahl der Welle 2. Greifen auf den Wellen zwei Zahnräder ineinander, geben die Zähnezahlen die Übersetzung vor, und zwar umgekehrt proportional. Die Geschwindigkeitsübersetzung von Welle 1 auf Welle 2 wird also durch die Zähnezahl von Rad 2 geteilt durch die Zähnezahl von Rad 1 bestimmt. Das gleiche gilt für die Übersetzungen I23 und I34. Beim Einsetzen der Zähnezahlverhältnisse in die Gesamtübersetzung fällt auf, dass sich Z2 und Z3 herauskürzen. Wir benötigen in einer Räderkette also nur die Zähnezahl des ersten und des letzten Rades. Zählen wir also die Zähne. Keine Angst, Graf Zahl bleibt diesmal in der Kiste.
Das große Zahnrad, das von der Feder angetrieben wird, hat 33 Zähne, die Antriebswelle des Motors dagegen nur 13. Pack den Taschenrechner aus. Die Gesamtübersetzung beim Aufziehen des Motors I14 beträgt also 0,394. Um zu schauen, was passiert, wenn die Feder Welle 1 antreibt, müssen wir das Getriebe weiter auseinandernehmen. Zum Vorschein kommt der Federantrieb und dasselbe Retour. Jetzt können wir alle beteiligten Zahnräder in Aktion sehen. Auch hier sitzt das kleinste Zahnrad in einem Langloch und rückt bei der Rückstellbewegung aus. Um diese Zahnräder ergänze ich nun das Getriebeschema, also in umgekehrter Antriebsrichtung. Das ausgerückte Rad in der Räderkette ist nicht aktiv. Das große Zahnrad auf Welle 1 hat noch einen weiteren Zahnkranz. Auch das Rad auf Welle 3 erstreckt sich über zwei Etagen. Dazwischen liegt in dieser Ebene ein weiteres kleines, ausrückendes Zahnrad. Dessen Führungsrille steht fast rechtwinklig zu der des kleinen Rads in der Ebene darüber. Das wirkt wie ein Umschalter. Dadurch verbindet je nach Antriebsrichtung jeweils nur ein Zahnrad den jeweiligen Antriebsstrang. Um die Zähnezahlen der beiden Ebenen auseinanderhalten zu können, indiziere ich sie. Dabei gibt der Index I die Welle und der Index J die Ebene an. Die Zahnräder 1,2, 2,2 und 3,2 liegen alle in der zweiten Ebene. Ihr zweiter Index ist 2. Die Zahnräder 3,1 und 3,2 liegen beide auf Welle 3. Zahnrad 4 muss nicht mit einem zweiten Index differenziert werden, denn auf Welle 4 liegt nur ein Zahnrad. Die Gesamtübersetzung I14 ergibt sich wieder aus dem Produkt der Einzelübersetzungen I12, I23 und I34. Jede Einzelübersetzung berechnen wir wiederum aus dem reziproken Zähnezahlverhältnis. I12 also aus Z22 geteilt durch Z12. I23 aus Z32 durch Z22 und I34 aus Z4 durch Z31. Diesmal kürzt sich nur die Zähnezahl Z22 des kleinen, ausrückenden Zahnrades aus dem Bruch heraus. Denn sie steht inmitten der Räderkette, welche die drei Zahnräder der zweiten Ebene bilden. Mit den Zähnezahlen dieser vier Zahnräder können wir nun die Gesamtübersetzung des Motors beim Antrieb durch die Feder berechnen. Sie beträgt 0,1778. Mithilfe eines Bandmaßes kannst du die Übersetzungen auch greifbar machen. Du musst sie nur als Entfernung abtragen. Messe fürs Aufziehen eine Strecke von 17,8 cm und dann für die Fahrt eine Strecke von 39,4 cm in entgegengesetzter Richtung ab. Ziehst du den Motor jetzt um 17,8 cm auf, fährt er, rechnet genau 39,4 cm weit. Das geben ihm die Übersetzungen vor. So, jetzt weißt du, warum die Feder deines Lego-Motors die Antriebswelle öfter zurückdreht, als du sie aufgezogen hast. Und du hast ganz nebenbei etwas über Getriebetechnik gelernt.